Bereit? Ja, einen schönen guten Abend, je später Abend, desto sagt man schöner die Gäste, netter die Gäste. Ja, wie es manchmal im Leben so ist, auf eine kurze Nacht folgt ein langer Tag, der von der Mannschaft heute noch verlängert wurde. Es war gemeinsam drüben tagsam das Anschauen der Champions League Auslosung ein großes und spannendes Thema geworden ist. Das, wie Sie vielleicht wissen, die Gruppe G mit den Gegnern OSC Lille, FC Sevilla und VfL Wolfsburg. Christoph Freund, beschreibe mal deinen Gemütszustand erstens natürlich nach dem gestrigen Erreichen der Champions League Gruppenphase und heute nach der Auslosung. Ja, der Gemütszustand ist extrem positiv. War ein richtig cooler Abend gestern, richtig cooler Fußballabend, super Stimmung. War alles angerichtet und es war schon beeindruckend, wie unsere junge Mannschaft das aufgesagt hat und dann in positive Energie umgewandelt hat. Und ja, so wie wir das wollten, sind wir dann auch in die Partie gestartet und sind dann hochverdient, finde ich, in die Gruppenphase der Champions League eingezogen. Und es war ein besonderer Abend, der was uns sicher länger in Erinnerung bleiben wird. Und ja, dann habe ich noch gefeiert, weil es schon was ganz Besonderes wieder war, was wir da erreicht haben. Und jetzt sind wir alle nach einem langen Tag auch schon ein bisschen müde und freuen uns, glaube ich, alle aufs Bett nachher. Es war eine intensive Reise, aber sehr erfolgreich. Und jetzt war noch die Auslosung, was wir uns alle gemeinsam in Taxam angeschaut haben, die Mannschaft mit dem ganzen Trainerteam und mit dem Staff. Ja, es sind jetzt nicht ganz die großen Namen dabei, aber es ist der französische Meister, der aktuelle Sevilla, glaube ich, braucht man nicht viel sagen, eine absolute internationale Top-Mannschaft, die was jedes Jahr in der Champions League oder in der Europa League für Furore sorgt. Und mit Wolfsburg ein sehr, sehr starker deutscher Bundesligist. Ich glaube, dass eine Gruppe wird auch sehr interessant sein wird, wo viel möglich sein wird. Aber die Mannschaften sind natürlich schon sehr, sehr stark. Aktuell ist in Spanien Sevilla am ersten Platz. Wolfsburg führt in der deutschen Bundesliga aktuell. Also man sieht schon, welche Qualität da kommt. Aber wir freuen uns richtig drauf, weil wir spielen in der Champions League. Das war unser großes Ziel. Und das werden wir dann, dann richtig angehen nach der Länderspielpause. Es geht dann eh gleich mal los. Und ich glaube, morgen oder übermorgen werden wir dann genau erfahren, wie wir reinstarten in die Gruppe. Aber ja, wir freuen uns richtig drauf, dass wir dabei sind und die Gemütslage ist einfach richtig positiv und freudig, noch von gestern oben und jetzt freuen wir uns dann schon, was alles auf uns zukommt im Herbst. Matthias Jeißler, wie sieht der Trainer die Gegner in dieser Gruppe G? Ja, grundsätzlich kann ich mich nur anschließen an das, was Christoph schon gesagt hat. Die ganz, ganz großen Namen waren jetzt nicht dabei und das hat man auch vielleicht so ein Stück weit an der Reaktion deiner jungen Truppe gemerkt, aber schon der große Respekt vor den Namen, die jetzt aktuell in unserer Gruppe sind, ist da. Und für uns gilt es ja nur letztendlich darum, dass wir uns mit den Besten messen wollen. Dazu haben wir jetzt die Möglichkeit mit den Gegnern in unserer Gruppe und ich freue mich einfach auf die anstehenden Spiele und bin sehr, sehr gespannt, wie es unsere junge Truppe in der Champions League macht und mit welchem Elan sie die ganzen Spiele angeht, mit welchem Selbstvertrauen, wird eine coole Geschichte. Slade, jetzt haben wir schon kurz ein bisschen in der Medien- und Fanwelt reingeschaut. Da wird schon sehr schnell gesprochen von einer machbaren Gruppe. Wie siehst du das als Experte? Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Gruppe. Also wir freuen uns drauf, dass wir dabei sind. Wir haben uns das, glaube ich, auch verdient. Wir haben uns das erarbeitet. Man hat es gestern einfach auch bei der Reaktion von allen gemerkt, wie erleichtert jeder war, wie froh darüber jeder war. Und es ist Champions League. Und sicher ist alles möglich. Wir wissen auch um unsere Stärke, um unsere Qualität. Wir wissen natürlich auch, was uns erwartet. Richtig starke Gegner. Und ja, wir freuen uns einfach drauf, weil, wie gesagt, es ist Champions League und da werden wir alles geben. Wir können uns mit den Besten messen und ja, werden sehr, sehr interessante Spiele werden. So viel einmal von uns und ich freue mich auf eure Fragen und ich glaube, der Thomas Gonas scharrt schon in den Startlöchern. Ich würde gerne mit dem Christoph beginnen. Sie sagen, es ist eine interessante Gruppe. Wie würden Sie denn die Kräfteverhältnisse im Detail einschätzen? Ja, für mich ist Sevilla eine der stärksten Mannschaften im europäischen Fußball. Ich weiß nicht, die letzten Jahre, wie oft die Europa League sogar gewonnen haben, bei einer Champions League immer wieder richtig starke Spiele gemacht haben. Auch letztes Jahr in Spanien sind sie Vierter geworden, aber ganz, ganz eng war das, wer zum Schluss dann ganz dabei war. Da gibt es vier Vereine, die was da immer eigentlich vorne dabei sind. Das ist Real, Atletico, Barcelona und Sevilla. Also das ist schon für mich eine absolute Top-Mannschaft. Ich glaube, das ist für mich aus meiner Sicht der Favorit in der Gruppe und ja, die anderen drei Mannschaften, Lille, wenn man französischer Meister wird und Paris hinter sich lässt, glaube ich, sagt das einiges. Und Wolfsburg hat sich letztes Jahr
in der deutschen Bundesliga für die Champions League qualifiziert. Aber trotzdem, wir sind dabei, wir haben eine richtig gute Mannschaft, die Jungs brennen drauf, die freuen sich da richtig drauf. Und mit unserem Fußball, mit so wie wir auftreten und mit dieser Freude und mit diesem Spaß, bin ich überzeugt, dass wir ja, also das eine oder andere Mal auch sicher überraschen können und ja, die Spiele so umgehen werden, dass wir überall hoffentlich die Chance haben, auch was mitzunehmen. Dass im Vergleich zu den vergangenen Jahren, wo man jeweils auf den Titelverteidiger getroffen ist, der ganz große Name fehlt, ändert das irgendetwas an der Herangehensweise? Nein, es ist Champions League. Das ist das Größte, was wir, wo wir mitspielen können. Und auf das haben wir uns so gefreut und für das haben wir so viel rein investiert und gearbeitet. Man merkt auch bei allen die Anspannung, was gestern dann abgefallen ist, weil es sind schon immer zwei Spiele, wo extrem viel Anspannung einfach dabei ist, wo es eklige Spiele sind. Und jetzt sind wir da drinnen. Und es ändert jetzt nichts für mich, dass nicht ganz die großen Namen dabei sind, weil es sind richtig gute Mannschaften, die spielen richtig guten Fußball. Und wir werden da richtig gute Fußballspiele sehen, Fußballfeste erleben. Und darauf freuen wir uns richtig. Auch auf der Vereins-Homepage war dann relativ rasch nach der Auslosung zu lesen von einer vermeintlich machbaren Aufgabe. Wie realistisch ist denn das aus Ihrer Sicht, dieser erstmalige Achtelfinaleinzug in der Champions League? Ich habe jetzt noch nicht auf unserer Homepage geschaut, aber natürlich ja jetzt. Es ist so, dass nicht der absolute Knaller dabei ist, vom Namen her, aber wenn man sich die Kaderwerte anschaut, wenn man sich die Kader anschaut und die Vereine genauer anschaut, dann weiß man schon, dass da nochmal andere Möglichkeiten sind. Wir sind da sicher der kleinste Verein, aber das ist nichtsdestotrotz. Wir haben uns in den letzten Jahren einen richtigen Namen in Europa gemacht. Wir sind, glaube ich, in der UEFA-Ranking jetzt 21. oder 22. Wir sind stolz drauf und werden mit breiter Brust antreten, aber wir wissen schon, gegen welche Mannschaften wir da spielen. Aber wie schon gesagt, das habe ich auch vor Brandby schon gesagt, ob da jetzt einer Favorit ist oder nicht Favorit ist, entscheidend ist es dann, was am Platz passiert und da traue ich unserer Mannschaft sicher einiges zu. Würde gern virtuell, also online gehen. Alois Tschida sitzt in Wien oder im Burgenland mit der nächsten Frage. Alois, bitte. Auf das Mikrofon. Ja, hallo, zunächst eine Frage an den Trainer. Wie ist eigentlich Ihr Zugang? Ist es Ihnen lieber diese vermeintlich machbaren Gegner oder würde man sich am liebsten doch, wäre man am liebsten in diese Gruppe mit Manchester City und PSG zum Beispiel gekommen, wo dann die ganz, ganz Großen daheim sind. Und noch eine Frage an den Christoph Freund, wie groß ist die Vorfreude auf das Wiedersehen mit dem Xaver Schlager? Also zunächst mal hat ja mein Vorgänger Jesse die große Ehre, in der Gruppe A zu sein. Und ich habe es ja im Vorfeld schon gesagt, also wir können es nicht beeinflussen, deswegen nehmen wir die Gegner, die uns zugelost wurden, und das machen wir jetzt auch mit allem Respekt, mit aller Bescheidenheit. Wir sind extrem stolz, die Chance zu bekommen, dieses Jahr Champions League zu spielen. Ich glaube, das wird auch vergessen, was für ein harter Kampf da jetzt dahinter gesteckt hat gegen Brøndby. Und die Jungs sollen sich jetzt einfach belohnen. Und ich freue mich auf die geilen Spiele, die jetzt anstehen gegen diese Gegner. Und vor allem freue mich auf die Art und Weise, wie es die Jungs dann auf dem Platz zaubern. Ja, von Xaver, das ist natürlich eine spezielle Geschichte. Der Xaver ist ein Junge von uns, der was bei uns ausgebildet wurde, der was bei uns zum Profi geworden ist. Ganz ein cooler Typ, ein richtiger Bursch von unserer Akademie, der was dann richtig geile Spiele in unserer ersten Mannschaft gemacht hat, extrem erfolgreich war. Ich freue mich sehr, wieder einen Xaver dann zu treffen. Ich glaube, er freut sich sehr. Ich habe schon eine Nachricht gekriegt von seinem Papa gerade, dass der Xaver wieder heimkommt eigentlich und so wird es auch sein, weil es schon eine spezielle Beziehung ist mit Xaver Schlager, weil er sehr lange bei uns war und einer unserer Aushängeschilder ist, wie bei uns Talente gefördert und ausgebildet werden und darum freue ich mich auf das Wiedersehen mit Xaver ganz speziell. Alexander Nov, bitte. Hallo, servus und schönen Gruß in die Runde. Gratulation nochmal zum Aufstieg, wir haben uns gestern leider nicht mehr gehört. Ich hätte gern eine Frage an den Sladek gestellt. Jetzt vor der Kamera hat man es gesehen, der Jubel war jetzt verhalten, sagen wir mal so. Was ist danach so passiert? Was ist in der Mannschaft geredet worden nach dieser Auslosung? Wie ist die Stimmungslage? Die Stimmungslage ist schon grundsätzlich positiv, ist klar, weil es geht um die Champions League. Und natürlich waren jetzt, ich sage mal, andere Optionen mit dabei, andere Gruppen, aber wir nehmen das, was wir haben, und wir haben eine sehr interessante Gruppe. Wir haben für jeden was dabei, wie schon erwähnt. Xaver kommt wieder zurück nach Salzburg, da freuen wir uns aufs Duell. Generell, glaube ich, Österreich gegen Deutschland, diese Duelle sind immer was Besonderes. Für unsere Franzosen haben wir Lille,
Und Sevilla für den Max Weber, glaube ich, auch was Schönes. War ja in Sevilla und ich glaube, da von der Atmosphäre her ist das auch einzigartig drüben. Also ich glaube schon, dass wir sehr, sehr spannende, interessante Duelle haben und wir können uns auf diese Gruppe auf jeden Fall freuen. Und ganz ehrlich, also ich bin der Meinung, mit unserer Qualität und mit unserer Energie ist auf jeden Fall was zu holen. Und wir schauen positiv nach vorne, Schritt für Schritt, wenn wir uns nach vorne arbeiten und ja, und schauen, dass wir so viel wie möglich mitnehmen. Und ich glaube, für die Jungs ist es einfach was Besonderes, das zu erleben. Die Hymne zu hören, das ist einfach was Spezielles. Und egal wie der Gegner ist, ganz ehrlich, es ist einfach geil. Weitere Fragen? Thomas, bitte sehr. An den Sladi auch im Vergleich zum vergangenen Jahr, wenn man sich die Startelf angeschaut hat, gestern im Vergleich zum ersten Gruppenspiel gegen Lok Moskau in der Vorsaison, da waren 3 Spieler noch mit dabei, die damals auch auf dem Platz gestanden sind in der Startelf. Was sagt denn das aus über die Entwicklung der Mannschaft, ihrer jungen Teamkollegen, dass man doch dann diese Hürde Brøndby so souverän schlussendlich gemeistert hat? Ja, also das habe ich auch gestern schon gesagt nach dem Spiel, wie sie aufgetreten sind. Ja, also mit dieser Reife eigentlich in beiden Duellen richtig, richtig gut. Wir haben eine sehr gute Qualität und wie schon gesagt, auch die Energie haben wir, das auf den Platz zu bringen. Die Jungs sind schon sehr, sehr weit für ihr Alter und sie werden auch immer besser werden, von Spiel zu Spiel, von Aufgabe zu Aufgabe. Und da sind solche Duelle wie in der Champions League einfach für die Jungs Gold wert. Und sie können so viel Erfahrung sammeln, sie können sie immer wieder steigern und das werden wir auf den Platz bringen. Wir sind jetzt, glaube ich, durch diese 2 Duelle, weil das sind die ekligsten Spiele in dem Jahr, weil es geht um so viel, du willst unbedingt die Champions League erreichen. Jetzt haben wir es geschafft und ich glaube, dass wir als Team gestern noch mal mehr zusammengerückt sind. Das hat man einfach dann auch gemerkt mit der Atmosphäre. Und ja, ich freue mich extrem auf die nächsten Spiele, weil du siehst das Potenzial tagtäglich bei jedem Training, jedem Spiel. Und da ist so viel mehr möglich und ja, ich freue mich einfach drauf. Alex Andonov. Eine Frage an den Christoph. Der neue Trainer Matthias Jeißle hat in kürzester Zeit eine funktionierende Mannschaft zusammengestellt. Es ist gestern von bestandener Reifeprüfung, Talenteprobe die Rede gewesen. Was für Schlagzeile wirst du diesen ersten Wochen und Monaten dem Team, beziehungsweise welche Note würdest du dem Trainer da jetzt mitgeben? Vorsicht. Naja, viel mehr geht, glaube ich, nicht. Jetzt haben wir 8 Pflichtspiele gemacht, 8 Siege. Wir spielen einen richtig attraktiven Fußball. Die Mannschaft wirkt extrem stabil, sehr reif. Es geht fast nicht besser. Also wenn wir uns das so aufgezeichnet hätten vor der Saison, dann hätten wir es wahrscheinlich uns so gewünscht, wie es jetzt gelaufen ist. Und darum sind wir natürlich alle extrem happy. Und ich war schon vor der Saison auch extrem positiv. Und das nicht nur, weil ich es so gesagt habe, weil ich überzeugt war von den Spielern, von der Qualität und vor allem auch vom Trainer. War ich immer total überzeugt und er hat das alles mehr als bestätigt. Und man sieht, was da rauskommt. Bis jetzt eine richtig coole Truppe, die was sehr schnell zusammengewachsen ist, einen richtig guten Fußball spielt, großen Spaß an der Arbeit hat und bis jetzt läuft es richtig, richtig, richtig gut. Also Note 1 bis jetzt. Wenn es keine Fragen mehr gibt, doch. Eine Thomas. Frage bitte noch kurz an den Matthias. Sie haben gesagt, die Vorfreude ist richtig da auf diese Gruppenphase. Was ist denn so ein, unter Anführungszeichen, Minimalziel oder steckt man sich das gar nicht, bevor es da hineingeht in die Gruppe? Definitiv nicht. Sladi hat es schon vorne weggenommen. Wir gehen jedes Spiel von Neuem an, schauen dann bei jedem Gegner, was möglich ist. Wir versuchen unsere Art und Weise gegen alle Gegner durchzuziehen, mit demselben Selbstvertrauen hoffentlich wie in der Liga auch, dass die Jungs sich da nicht verstecken in der Champions League. So gehen wir die Partien an und dann schauen wir einfach am Ende, was dabei rauskommt. Wofür es reicht und natürlich unser Anspruch ist klar, dass wir diese Top-Mannschaften auch ärgern wollen. Alex Andonov. Ich habe jetzt leider die Frage von Thomas nicht verstanden, aber Herr Jeißle, gibt es eine Zielsetzung, die Sie öffentlich nach außen kommunizieren? Genau das wollen? War die Frage, Alex. Das okay. War die Frage und die Antwort passt perfekt dazu. So, ich habe denselben Gedanken gehabt. Christoph Nister mit der nächsten Frage, bitte.
Eine Frage an den Sladi, von einem geilen Bewerb zum nächsten. Champions League steht vor der Tür, aber direkt vor der Brust habt ihr jetzt Hartberg. Du hast jetzt einige Spiele jetzt nicht von Beginn an spielen müssen, hast ein bisschen aussetzen müssen. Wie sieht es denn mit deiner Fitness aus? Bist du bereit für Hartberg und wärst du theoretisch auch bereit für 90 Minuten? Ja, ich denke schon. Generell fühle ich mich jetzt gut. Wir werden dann sehen. Also das, glaube ich, werden wir morgen besprechen. Wie es dann für Hartberg generell ausschaut, ich fühle mich jetzt wieder gut. Die Wade hat gehalten, ist schon einmal ein sehr gutes Zeichen. Generell habe ich gute Vorbereitung gehabt, war fit, körperlich gut drauf und von dem her habe ich jetzt Gott sei Dank nicht so viel verloren, denke ich einmal. Und gestern war es auch wieder schön, einfach auf dem Platz zu sein, mit den Jungs wieder dabei zu sein in der Kabine. Es ist einfach immer wieder was Spezielles für einen Fußballer, wenn er halt ganz nah dran ist und auf dem Platz ist, als wenn er zuschauen muss, weil zuschauen ist das Schlimmste, was es für einen Fußballer gibt, wenn man nicht so ein bisschen die ganze Situation mit beeinflussen kann. Von dem her bin ich sehr froh, dass ich dabei bin. Wir werden dann für Hartberg speziell schauen, wie es dann ist, entscheidet der Trainer. Und ich bin für alles offen und von dem her, ja, wir bereiten uns jetzt so vor, dass wir das Spiel am Samstag gewinnen. Das wollen wir unbedingt gewinnen, weil, wie schon vorher erwähnt, wir schauen von Spiel zu Spiel und jeder Sieg, jedes Spiel gibt uns Selbstvertrauen und die nötige Sicherheit. Und deswegen, ja, Hartberg kann kommen. Hartberg, ja, Thomas, doch noch. Ein Satz noch, Hartberg. Ein Satz. Vom Trainer vielleicht auch unter dieses erste große Saisonziel hat man jetzt den Hackerl machen können mit der Champions League. Wie schwierig ist es aus Sicht des Trainers, gleich den Fokus wieder zu behalten auf diese nächste Aufgabe in der Liga? Gar nicht schwer. Das ist der Liga-Alltag. Bei allem Respekt auch dann Hartberg gegenüber. Das wird genauso angegangen wie jetzt die Spiele gegen Brøndby. Wir werden uns bestmöglich darauf vorbereiten und ab morgen gilt voller Fokus auf das Spiel gegen Hartberg. Ohne Feuerwerk. Hoffentlich ohne Feuerwerk. Ja, es geht ja morgen schon wieder los nach Hartberg. Also die Fußballspiele geben sich quasi, also es geht Schlag auf Schlag. In dem Sinne einen schönen Abend, Matthias, und das lade ich jetzt rasch ins Bett. Und euch einen schönen Abend. Danke. Ja. Wiederschauen. Ich auch dringend.